Habt ihr euch schon mal gefragt, warum ein Butterbrot immer auf die Butterseite fällt? Tja, mit dieser Frage haben wir uns in diesem Video beschäftigt. Für das Experiment brauchen wir eine bestimmte Höhe, ein Butterbrot, ein Maßband, einen Teller. Für eine halbe Umdrehung 46,9 cm braucht. Unsere Überlegung war, dass es für eine ganze Umdrehung 93,8 cm braucht, da es das Doppelte von 46,9 cm ist. Dann müsste das Doppelte, 187 cm, eine doppelte Umdrehung bedeuten. Nach einer langen Versuchsreihe kamen wir zum Schluss, dass unsere Überlegungen falsch sei, da das Brot meistens auf die Kante oder auf die Butterseite gefallen ist. Warum war das so? Die Erdbeschleunigung macht uns da leider einen Strich durch die Rechnung. Das Butterbrot wurde dadurch immer schneller und braucht so für eine Umdrehung mehr Strecke. Das Endergebnis des Versuches ergab, wenn ein Butterbrot auf die Butterseite fällt, hängt es sehr wohl von der Tischhöhe ab. Allerdings kann man keine konstanten Intervalle feststellen, in denen das Butterbrot auf die Brotseite fällt. Allerdings hängt es auch sehr von der Geschwindigkeit ab, von der das Brot vom Tisch gefegt wird.